Hallo Leute, ich bin schon mal an den Reisepunkt hier gekommen und wir gehen mal hier hoch und schauen, weil ich habe auf der Karte geguckt, ne? Wir sind ja fast auf dem Weg, wir müssen da irgendwie gleich rechts abbiegen. Schaut mal das Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, da muss der hier oben auf dem Plateau sein, oder? Okay, das ist nicht der Penguin oder wie auch immer heißt. Sphäre des Eisvogels. Ach, das ist ein Dungeon. Sphäre des Eisvogels, Level 15. Aber wenn da der Boss drin ist, wie da oben rechts steht, und wir beim letzten Boss schon so Schwierigkeiten hatten, ich glaube, dann macht das vielleicht keinen Sinn, da reinzugehen, oder? Ich glaube, wir sollten mal schauen, dass wir erst uns dann besser aufstellen, weil. Ich glaube, da sind wir nicht so gut unterwegs. Tragen wir eigentlich das Schild? Ach, wenn wir Armbrust haben, können wir wahrscheinlich kein Schild tragen, oder? Kann das sein? Ja, das sieht was so aus. Aber das wird ja trotzdem, glaube ich, berechnet, ne? Ja, das ist ja oben drüber. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh für uns, weil der letzte Boss, den oder den ersten Boss, den wir ja gemacht haben, da haben wir ja durch viel Glück, ne, so hinter der Säule geschafft, den zu erledigen und sonst nicht. Und ich glaube, das ist jetzt noch nicht unser Ding. Aber wir können trotzdem hier mal gerade so ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Vielleicht ist ja der ein oder andere Pal da, den wir noch nicht haben und den wir noch brauchen. Aber hier ist total ruhig, ne? Hier ist gar kein Pal, wa? Ach, das war diese Bucht, ja. Da war ich am Überlegen, ob ich hier vielleicht, sag schon, anfangen sollte, die zweite Basis zu bauen. Das war hier. Da. Sparkit, ich glaube, die haben wir noch nicht, ne? Amboss habe ich draußen, ne? Ja. Ich glaube, die machen wir mal gerade. Mal schauen, ob wir die kriegen. Einen haben wir wohl schon, oder? Ja, und es fehlen uns noch welche. Nochmal probieren. Kriegen wir ihn jetzt? Ja, sieht besser aus. Ja, haben wir. Und wir haben ein Level abgekriegt. Auch gut. Hier ist nichts, oder? Ja, wir gehen mal wieder Richtung anderen Location, weil diese hier ist, glaube ich, nicht das, was wir brauchen, ne? Hier ist nichts los. Hier wäre noch ein 17er Azurobe. Ist die auch in so einem Dungeon wie der? Aber der ist 15. Vielleicht sind die alle zu schwer noch. Kleines Dorf, vielleicht gehen wir auch mal hier weiter erforschen. Hier unten sind ja auch immer alles so Stellen da. Chillet haben wir besiegt. King Paka ist 23, ich glaube. Ja, wir können. Aber der ist zu weit weg von einem Spawnpoint, oder? Aber haben wir noch einen weiteren Turm irgendwo hier in der Nähe? Mal sowas hier sehen, nee, ne? Keine Ahnung, wo das Feuer da wegkommt. Da ist noch ein Turm. Karte. Okay, das ist ein Bereich, wo wir noch nicht waren. Das macht also nicht so einen Sinn. Lass uns mal dahin gehen, wo wir schon waren. Geh mal ins kleine Dorf. Gehen wir mal zum Händler gerade. Vielleicht hat er irgendwie was für uns, was wir gebrauchen können. Ja, ich glaube, ja doch, könnte sein, dass hier mehr Sachen geworden sind. Haben wir Weizensamen? Ja, haben wir. Wir backen ja schon Brot. Medizin, was sie wohl. LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Okay, LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Dann brauche ich das erstmal nicht. Was ist das? Wird von Mozzarina gewonnen? Weiß ich nicht. Hier ist nichts Interessantes für uns, glaube. Sonst ist hier sowieso nichts, ne? Na, na, ihr musstet draußen bleiben. Der schläft. Wir haben doch hier auch noch so einen Palhändler irgendwo gehabt. Wo war der denn hier?
Drahtstante? Hat die noch irgendwas, die Drahtstante? Ich glaube nicht, oder? Ja, habe ich dir Bescheid gesagt, aber. Sind wir an ein paar Länder vorbeigegangen? Ist der hier? Ja, da ist er. Ansprechen. Kaufen. Oh, den Toko Toko habe ich noch nicht. Und diesen hier? Loop Moon. Mondglänzende Krallen. Düsterball. Freier Slot, fragil. 806 Lebensenergie, Angriff 152. Der hat schon Handwerk Level 2, ne? Und der 1, aber das ist jetzt hier alles nichts Tolles. Gut, das heißt, hat sich hier erledigt. Schnellreise. Wo wäre jetzt noch eine Idee, eine Schnellreise hinzumachen? Hier und dann mal gucken. Komm, wir gucken mal. Oh, hört sich schon schlecht an. Kommst hier hin und wirst schon geschlagen, ne? Das wurde auch jetzt langsam Zeit, dass ihr mal kommt. Ist da noch Dritter? Naja, die sind hier dann. Lambo, lebst noch, zum Glück, wa? Oh, hier ist eine Seele, die nehmen wir gleich mit. Und da oben sind noch mehr von denen. Das waren drei Stück. Mal gucken, was wir an Beute kriegen. Goldmünzen, sonst nichts. Hier gibt es eine Psäre und sonst nichts. Da liegt noch was. Da hinten waren wir noch nicht beim Schaf. Da könnte ja auch noch was liegen. Ne? Ja, da liegt auch noch was. Sphäre und Gold wahrscheinlich, oder? Okay, genau so ist es. Oh, was ist das? Ein Ei? Ein einfaches Ei. Und die da hinten, die haben auch noch nicht genug von der Tanseis, oder? Und der ist schon tot. Shit. Da haben wir erst zwei von. Ich glaube, die Wolle haben wir genug. Da hinten sind noch zwei Tansees. Und der da oben, der Melpaka, den bräuchten wir vielleicht auch. Okay. 48 ist nicht viel. Aber so ein Alpaka sah ja jetzt auch nicht so aus, als ob der gefährlich war, oder?
Höhle der sanften Hügel, Boss und Level 13. Kennen wir schon, ne, oder? Aber war da ein Boss drin? Da war gar kein Boss drin, oder? Vertue ich mich. Hier waren, glaube ich, die Dingens hier, der. Die da, genau. Ushua. Oh, super. Schon kaputt. Finde ich noch so ein Ushua hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist Eisen. Dahinter ist aber was. Kriegen wir den? Ich glaube, da braucht man noch einen von oder auch vielleicht mehr. Na super, schon wieder kaputt. Also ihr seid jetzt auch gerade in diesem Moment keine große Hilfe. Pixie brauchen wir bestimmt auch noch, oder? Kann ja nicht sein. Und vor allem, wenn die meine Leute jetzt gleich schießen, dann war es das, ne? Noch nichts, glaube ich, oder? Ja. Oh, doch, wird doch was. Und den haben wir noch nicht gehabt, ne? Capriti, oder? Da fehlen uns auch noch welche von. Das heißt, wir müssen wieder zum Dingens zurück ins Lager. Das macht hier jetzt keinen Sinn, rumzulaufen. Jetzt ist nur die Frage, wo ist dieser Punkt? Links von uns, also da vorne sehen wir ihn ja auch schon. Ne, das da hinten war er gar nicht, das da ist er, aber ist auch okay. Stellt sich mir gerade die Frage, ob verlassene Kirche, ob der, ist das ein anderer Pate? Naja, den kennen wir wohl noch nicht, oder? Obwohl, der ist weiter weg, ne? Ah, ne, doch, das ist der, wo wir waren. Der ist schon erledigt. Den Turm haben wir schon besucht. So, ab ins Lager. Erstmal hier unten hin. Und dann müssen wir mal kurz gucken, was wir machen können, ne? Okay, wir haben einiges an Essenssachen. Wir können hier Werte erhöhen. Angriff. Bestätigen. Das haben wir. Und Technologie, können wir da was machen? Ja, da haben wir 6 Punkte und einen von diesen speziellen, aber da brauchen wir ja 2 für den nächsten Level, glaube ich, hier, ne? Ja, dafür brauchten wir 2. Also geht das noch nicht, aber hier sind 6 da. So, jetzt gehen wir mal von oben. Giftbogen, Giftfall, sagt mir jetzt nichts. Arktische Tracht, weiß ich jetzt gar nicht. Stoffgleichartige Macht, damit lässt sich Kälte besser ertragen. Für die Herstellung wird primitive Werkbank benötigt. Die Barriere brauchen wir nicht. Hier haben wir Kilimani Handschuhe. Wäre jetzt auch nicht Surfend-Sattel. Warte mal, das ist ein Sattel. Und das ist ein Flugtier, oder? Können wir damit richtig fliegen? Hier ist eine Fellrüstung. Die haben wir schon. Okay. Das Fleischerbeil wäre dann noch eine Überlegung wert, oder was? Aber wir hatten Level Up, warte, da konnten wir jetzt was machen. Waffenwerkbank ist vielleicht interessant. Holz und Nägel, 10 Nägel. Das heißt, wir geben das erstmal ins Auftrag. Ins Auftrag, tolles Deutsch. Nägel.
Nägel waren hier, oder? Ja. Fünfmal. Wie lange dauern die, wenn ich die selber mache? Dauert zu lange, machen wir nicht. Und das nächste war Holz. Ja, Holz. Lass erstmal schlafen gehen gerade, weil die anderen pennen ja auch. Und dann gucken wir mal weiter, was die so machen, ne? So, wir können ja mal hier gerade gucken. Alpaka-Sattel haben wir jetzt, okay. Rezept wählen. Aber den Dingensattel sehe ich jetzt hier nicht, ne? Haben wir den. Ach doch, da ist er. Leder und Palsaft. Wir müssen diesen Entsafter, glaube ich, haben, damit wir an Palsaft kommen, ne? Die Nägel sind schon ein bisschen gemacht. Da ist auch einer dran am Arbeiten. Das ist schon mal gut. Hier können wir uns gerade das Essen rausnehmen und dann können wir noch was anderes hier auswählen. Das passt dann schon. Was macht das Ei dahin? Das ist bestimmt fertig, ne? Ausgebrütet. Düsteres Jumbo-Ei. Wer ist das? Haben wir den? Nein, den Nox hatten wir noch nicht. Findet man nachts die Haare eines Nox auf seinem Weg, sollte man es nicht aufhören und kehrt heim. Kehrt machen. Es ist eine Einwegfahrkarte in die ewige Nacht. Okay. Habe ich ein Ei mit? Ne, ich glaube nur ein normales Ei habe ich, wenn mit, ne? Selbst das habe ich nicht mit. Lass uns ein Ei aus der Kiste holen, damit wir weiter ausbrüten. Falsche Kiste. Gewöhnliches Ei, heißes Ei, sehr feuchtes Ei nehmen wir mal mit. Sehr feuchtes Ei. Rein damit. Läuft, 10 Minuten. Er bastelt schon. Was können wir hier noch machen? Können wir da noch die Rezepte aufgeben? Na, zwei nur. Kurz reparieren. Armbrustteile machen. Und hier unsere Rüstung auch. Fellrüstung und das Schild auch. Alles repariert. Kurz Klamotten in die Kisten schmeißen. Knochen sind jetzt hier nicht drin, da können wir reinpacken. Leder haben wir noch gar nicht, brauchen wir vielleicht auch. Bären sind hier gar nicht drin. Der Rest kommt woanders rein, oder? Pilze, wo sind die weg? Die kommen dahin. Palsphären sind nicht da. Das hätte ich in der anderen Kiste lassen können gerade. Ja, da ist erstmal nichts. Hier sind die Palsphären drin. Hier sind auch Knochen drin, die können wir dann woanders reinlegen. Drei Zündkerzen haben wir. Ja, dann ist hier erstmal nichts, ne? Also in der ersten Kiste mit den Knochen, ja. Den kommt man da rein. Das kommt auch noch hier rein. Ja, und die Bären braucht keiner, ne? Komm jetzt hier rein. Weil hier sind sowieso 600 Stück davon. Ach, das Einhorn müssen wir auch noch weglegen. Nicht nah genug. Die Pilze können wir auch noch machen. Ist hier Platz? Beziehungsweise stellt sich die Frage, ob wir das schon irgendwo haben. Irgendwo müssen wir doch Hörner haben, oder? Da. Haben wir vier. Was fehlt uns jetzt hier? Für den Sattel. Palsaft und Dingens. Achso, wir wollten was bauen, genau. Den Entsafter wollten wir bauen.
können wir den schon machen. Palensafter, da ist er. Ah, zwei antike Bauteile fängen uns da. Super. Eine Zuchtfahne haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Da fehlt uns Holz. Warte mal. Können wir denn die Waffenwerkbank machen? Die wäre jetzt vielleicht ganz wichtig, oder? Holz und Nägel. Ja, Nägel sind fertig. Dann fehlt uns nur noch Holz. Können wir noch was bauen? Das macht Sinn. Die Enterhakenpistole haben wir schon. So, das würde ich sagen, dann kümmern wir uns ums Holz. Aber das mache ich alles offline. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.